Wenn ich es richtig in der... Oder? Ne, die Wellen sind nicht die 1. Ne, halt, das Symbol ist, glaube ich, die 1. Ist das die 4? Ach, ich habe... Ich mache sicherheitshalber nochmal ein Quick Save. Nein, das war tatsächlich die 1. So, der nächste Gräumkristall ist da hinten. Das heißt, hier wird es jetzt wieder spannender. Erstmal den Magier töten. Hier ist es sogar recht praktisch, weil der letzte da rumsteht und nicht kommt. Doch, jetzt kommt er. Okay. So, die Windmühle aktivieren und auf den Gräumkristall, auf den Kristall reinhauen. Komm, hau weiter auf den Kristall ein. So. Ach, Mist, haben wir jetzt verpatzt. Ja, haben wir. Okay, das heißt nochmal den Quicksave laden. So, diesmal machen wir das Ganze besser. So, den da oben ignorieren wir jetzt gekonnt. So, jetzt haben wir den Stein los. Jetzt können wir richtig Damage machen. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Sprich, Freund! Sanyasa Fedra! Attacke! Candidus! So. Dann nehmen wir die Steinchen an uns. So, sind 4 Stück. Warten kurz, bis alles abgeklungen ist und speichern. Okay, an dem Schalter ist der Kreis. Der Kreis ist was gewesen? Die 2? Nein. Dann war es die 4. Nein. War es doch die 3?
Nochmal die drei? Werden wir gleich sehen. Ja. War nochmal die drei. Okay. Ist da unten auch nochmal ein Gräumkristall aufgetaucht? Okay. Ja, aber jetzt gehe ich nicht extra zurück. Oder ist das eine Konsole? Oder nee, das ist, glaube ich, einfach nur... Nee, da hinten ist nochmal ein Gräumkristall. Okay. Das heißt, wenn wir wieder runtergehen, müssen wir den auch noch zerstören. Jetzt aber wieder, wie gehabt, weiter erst einmal. Also hier oben lang. So, da haben wir den König wieder vertrieben, fürs Erste. So. Fünf Kristallsplitter sogar. Okay. Erstmal gucken, spawnt der König wieder? Nein. So, das sieht aus jetzt aber diesmal wie die 2. Ja, war auch sogar die 2. So. Das heißt, es gibt wieder einen größeren Kampf. Bei meiner Axt. Bei Angroschbar. Immer zuerst die töten, die zaubern können. Ein Ignorieren. Bitte. Okay, wir hätten sie nicht erstmal ignorieren sollen. Oh, das ist doppelt nicht gut. Du trink mal ein Einbeersaft. So. Du bist erstmal weg. Teil muss weg. Mein Schwert, mein Bock. Bei meiner Axt. Du Heimer Vorgrim, du schießt auf irgendwas. Ja.
Lief jetzt nicht ganz so wie geplant. Alles klar. Kann ich. Gucken wir mal, wie viel kriegen wir hier raus. Okay, nur 3, aber wir haben die 20, die wir brauchen. Das heißt, sollten wir nochmal irgendwo einen Gräumenkristall finden, zum Beispiel den da unten, den wir gar nicht gesehen haben vorhin. Können wir ihn ganz zerdippern. Und Gewandtheit vielleicht? Wäre nicht schlecht für dich. Und ein Punkt Schwerter. So. Okay. Das sieht wieder aus wie die 1. Nein. Dann war das die 4. Wir erinnern uns an die tolle Wandtafel. So, das müsste den Weg zum adamantenen Herzen jetzt freigemacht haben. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch den König besiegen. Au. Okay, das will ich nicht so auf mir sitzen lassen. Ich habe doch aber noch einen Quicksave gemacht, bevor ich über die Brücke bin, oder nicht? Nee, ich habe sie runtergelassen, okay. Also der König spawnt diesmal hinter mir. Gut. Ich habe das Gefühl, jetzt dürfen wir wirklich gegen den Gräumenkönig kämpfen. Also holen wir alles raus, was wir haben. Und konzentrieren uns auch auf den Gräumenkönig. Okay, wir dürfen uns nicht auf den Gräumenkönig, weil je weiter wir ihn runterprügeln, umso mehr tauchen auf. Gut. Das heißt, wir müssen hier wieder mit mehr Feingefühl rangehen. Vielleicht mit ein paar Attribute Konstitution.